Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Mit einem, jo, wieder neuen Bild. Ja, es ist sehr lange gegangen. Ich habe jetzt auch diesen einen Paladin angeschaut. Und er ging dann beim ersten Mennonith-Boss, der ist ja ein bisschen frech mit Minions, da die Minions eh nicht mehr angreifen, wo unbesiegbar ist, während er vier Seiten da die kaputt machen muss, diese Behälter. Generatoren oder was es sind. Jo, habe ich da leider nicht geschafft. Ich bin dann das erste Mal gestorben mit ihm und ja, habe ich gedacht, ja, jetzt wo Last Epoch nicht mehr so abstürzt, ich denke, es stürzt gar nicht mehr ab. Ich habe irgendwas gelöst mit dem CUDA-CPUs, das muss man ausstellen scheinbar. Jo, bin ich natürlich jetzt wieder an einem Charakter machen, der wirklich ja, einfach durchrennen kann und zum Beispiel Twisted Heart of Ulculos, also das ist wahrscheinlich verdrehtes Herz des Ulculos auf Deutsch. Jo, das muss ich noch finden für diesen Bild, also das habe ich einfach noch nicht gedroppt bekommen. Zum Beispiel mit den Eichhörnchen. Oder was haben wir noch, einen anderen Bild gehabt, der sehr gut ist. Das geht einige Zeit, habe ich das Gefühl. Okay, ist gar nichts passiert. So, was ist das für ein Charakterbild? Er ist ein Burning, also ein Brennen, also eine der brennt, die Gegner brennt, Runenmeister. Und das macht er einfach mit diesem Teleport-Skill. Ja, komm. Es ist gerade nicht so toll, wie das Ding ist. Flammensturmmeister. Der löst hier Runenbeschwörung aus. Und Runenbeschwörung macht dann diese kleinen Blitzchen. Sie heißen Sea of Wander oder so. Sea of einfach Blitz. Und also wahrscheinlich mehr des Blitzes. Und die ja, tun einfach verbrennen auch noch. Es ist irgendwie nicht mehr so toll. Ich habe die Reichweite erhöht und jetzt ja, kann ich eher durchchargen nur. Okay, jetzt auf ein Ding. Das ist wieder so, ja, ich mache ein Video, jetzt klappt wieder gar nichts. Aber ihr seht, es macht recht Damage. Also der Brandschaden ist auf 700 oben. Und das erst, also, ja, erst eigentlich in Akt 4, ja, Kapitel 4. Also schon ziemlich stark. Wusch! Es dauert einfach manchmal ein bisschen. Das Spiel hat ja immer noch diese langen Ladezeiten manchmal. Ab und zu. Jo. Das können sie noch ein bisschen beschleunigen, die lieben Entwickler. So. Das ist ein lustiger Bild. Also mir macht er richtig Spaß. Ich habe jetzt wirklich heute Morgen um 7 Uhr angefangen und bin vorher noch kurz einkaufen gegangen. Jo. Ich hatte jetzt eigentlich nie Langeweile mit diesem Bild und deshalb möchte ich ihn jetzt auch wieder zeigen. Da eben jetzt vorher das mit den Abstürzen, also um 7 Uhr bis ungefähr halb 9 Uhr oder so ist das Spiel ständig abgestürzt. Nach 5 Minuten schon oder sogar nach 2 Minuten oder so. Ach Gottchen. Man macht halt alles schlimmer, bis man es entdeckt, was halt einfach die Ursache war. Ich habe alles deaktiviert und dann crasht es auch nicht mehr. Dann habe ich alles wieder aktiviert und dann gemerkt, okay, es liegt an den CUDA-CPUs. Das ist halt so für Physik zuständig und da habe ich es halt einfach scheinbar aktiviert. Weil ich ein Sacred 2 eigentlich dieses Physik anhaben wollte, aber das funktioniert dort auch nicht richtig. Es ist wahrscheinlich abgestellt worden oder so durch Community-Patch oder so. Also es ist einfach nicht mehr alles da, es sind nicht mehr alle Effekte da, zum Beispiel das Laub, das war immer so mega schön und das ist nicht mehr da. Ja, da muss halt irgendwas anders kommen, ein neues PhysX, oder? Was jetzt modern ist, aber der Entwickler, der wurde, glaube ich, zuerst geschluckt von GeForce, also gekauft und dann einfach weggemacht. Weil es hat einfach riesige Performance-Probleme gegeben und so weiter. Es war nicht so schön. Ich glaube, ich mache ihn. Es bringt nichts, die zu machen. Die Items sind einfach viel zu schlecht. Also ich mache ihn lieber nicht. Ich sehe ihn dann wirklich, wenn der geht, dann ein bisschen einen schnelleren Ring. 4, 10, 8, 4, 12. Okay, 2x12. Kann das sein? Ja. 2x12, dann mache ich doch einen 14er.
Ja. Ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Weil die Ringe tue ich wirklich nur zum Rushen benutzen. Die sind sonst zu schlecht. Übrigens, wenn ihr jetzt gerade anfangen wollt, euch das Spiel, denke ich mal, euch auch gefällt. Sonst würdet ihr vielleicht nicht so schauen. Es wird wirklich gut geschaut, aber ihr dürft gerne noch ein bisschen mehr mitmachen. Es ist natürlich eher ein Projekt, was nicht so viele, ja, Kommentare gibt. Oder ihr wollt vielleicht nicht unbedingt so viel über das Spiel diskutieren. Oder ja, es ist halt eher ein Spiel, wo nicht so eine Community hat. Kann ich verstehen. Ich bin nämlich liebend gern, also in anderen Projekten, wie zum Beispiel Sacred, bekomme ich immer wieder Kommentare über. Und in letzter Zeit, ja, ist es halt so, dass es einfach ein bisschen ruhiger geworden ist. Video machen ist auch immer wie unprofitabel, oder? Also, ich bin nie so gut gewesen, weil ich einfach keine Werbung schalte. YouTube will halt einfach, dass ich Werbung schalte. Habe jetzt 1000, nein, 800, glaube ich jetzt, oder 600 Abonnenten haben. Und mehr Aufruf. Also ich bin abhängig von euch, dass ihr mehr zuschaut bleibt. Und ich würde gerne ohne Werbung wirklich Videos machen. Aber das mache ich nur, wenn ihr es wirklich auch ein bisschen verdient, weil sonst kann ich nicht wachsen. Ich wachse dann wirklich auch immer noch so schlecht wie jetzt momentan. YouTube ist halt einfach eine Werbeplattform. Ihr dürft gerne irgendwelche Adblocker benutzen oder so. Aber eben, man verdient wirklich gar nichts und es ist ja wie ein Shop, also man muss halt auch viel Geld ausgeben, was man vielleicht nicht machen würde, wenn man keine Videos macht und so. Das ist ein bisschen schwer. Also ich bin eher jemand, der wirklich da überhaupt nicht etwas braucht. Aber ich bin krank, ich muss IV haben. Ich kann momentan wirklich keinen Job. Ich hoffe, ich bekomme einen Job mit all meinen Krankheiten und so. Und im Fußball bin ich auch noch nicht gerade so weit jetzt momentan wegen der Nervenkrankheit. Die schränkt mich ein bisschen ein. Also ich habe einfach nicht eine Möglichkeit, anders an Geld zu verdienen, außer durch YouTube oder Twitch dann wieder, wenn es wieder nicht so crasht. Minecraft habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe GTA ausprobiert und das ist noch gecrasht. Aber eher wegen, ja, wegen, denke ich mal, Windows 10 oder so. Weiß es ja nicht. Kann auch immer auch GeForce sein. Das ist noch gecrashed. Aber da mache ich ja sowieso über 5M und dort crasht es nicht. So, ja, ich muss hier weiter skillen. Ich habe ein bisschen auswendig gelernt, was ich skillen muss. Ich weiß ungefähr in welche Richtung. Also ihr seht, der Build ist stark. Er ist noch nicht so schnell, der wird noch schneller. Er geht vor allem auf Burning-Schaden, also brennenden Brandschaden. Und er geht halt so ein bisschen auf, ja, man teleportiert sich immer ein bisschen herum. Er geht auf diesen Schutz, also der, wie sagt man auf Englisch, Ward. Das ist der hier, da die Linie oben und ja, das blaue Ringsum um die Heilkugel noch. Das ist so ein Overlord, also wenn der Balken oben gut gefüllt ist. Endurance ist das untere Gelbe. Das tut uns ein bisschen schützen, wenn wir da drunter sind, glaube ich. Genau. Und der Brandschaden ist genau so hoch, wie wir angreifen. Das ist einfach extrem. Ja, doch, die Krone natürlich, die wir tragen. Oder Circlet, also Krönchen. Ist es natürlich schon ziemlich hoch. Ich trage eigentlich immer noch diesen dummen Szepter. Nein, ich trage ihn nicht mehr. Ich habe etwas anderes jetzt angezogen. Aber einfach wegen diesem, ja, sprühendes Feuer ist es natürlich schon ein Ding. Was wir eigentlich jetzt gehen, ist wirklich auf Resistenz. Und dann schaue ich die Items an. Genau, ich habe diesen Stab hier ausgerüstet. Der bringt uns aber nicht so viel. Ja, wie ich möchte. Also es ist nicht gerade der Bild, der wirklich davon profitiert, nur ja, Runenbeschwörung zu haben, so hoch zu machen. Eher Feuerball möchte ich gerne hoch haben.
können wir dann auf der Crow, also auf dem Kopf tragen. Also da haben wir bis zu vier Feuerball, glaube ich. Oder ist es Runenbeschwörung? Ja, ich glaube, bei diesem Bild ist es dann Runenbeschwörung. Ah, es ist auf dem Kopf, hat man auch dieses hier. Wo ist es? Da. 17 Durchstoßen Chance mit Feuerball und 9 erhöhter Zauberschaden. In Exalted, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Erhöht, erhaben, irgendwie so etwas. Und ja, ziemlich viel so mit Wort brauchen wir. Also wirklich diesen Schutz. So, was einfach ein bisschen blöd ist, ich habe unten die Skills, die ich nie einsetze. Das brauche ich einfach, damit wir Blitz, Blitz, Feuer haben für diese Runen. Und ja, Statik tut ja auch noch ein bisschen Schaden machen zwischendurch. Okay, Krankenwagen. So, genau. Also es ist wichtig, dass wir diese Spark Charge, diese kleinen Zehen von Blitzen irgendwo hin platzieren. Das tönt ein bisschen blöd auf Deutsch, oder? Ja. Ein bisschen Mana-Regeneration hätte ich noch gerne, damit wir ein bisschen mehr einsetzen können. Eben Abklingzeiten. Also es ist ein Bild, den ihr eigentlich ohne gute Items doch schon ziemlich gut spielen könnt. Ich habe jetzt wirklich gute Unix dabei und Sets. Dass es einfach noch ein bisschen natürlich stärker aussieht, natürlich. Ist ja eigentlich immer so. Dass ich einfach ein Bild habe, wo ich die Unix farmen kann. Wo ich natürlich dann brauche für andere Builds, die wirklich dann ins Endgame kommen. Eben dieses Twisted Head of Ulculus. Ich muss mal kurz zurück an ins Lager. Ich habe jetzt noch eine Rüstung, die uns Leben absaugt, dafür Wort gibt und das bräuchten wir eigentlich dringender. Ah, oh, ist ein Schrein jetzt, dachte ich, wäre eine Kiste dort. Aber die Kisten sind wirklich auch zu schwach. Also diese Items, diese speziellen Items, die man aus den Kampagnenkisten bekommt, diese goldenen größeren, die sind einfach zu schwach. Die geben nicht diese Werte, die man einfach braucht im Endgame. Die muss man scheinbar dann wirklich dort farmen, aber die droppen halt so schlecht dort. Ja, ich weiß es nicht. So, leider ist das Dach voll. Ich bin überall voll. Kennt ihr das? Ihr seid voll. Ihr habt zu viel gesoffen. Also, genau, das ist der bessere. Ja, Resistenzen ist besser. Also, wo ist jetzt diese Rüstung? Habe ich die überhaupt noch? Weil die habe ich, glaube ich, bei einem anderen. Ja, ich habe sie. Also ich muss mal schauen, was passiert. Wenn wir sterben, dann ist es die Rüstung gewesen. Ich mache mal hier auch noch ein paar Items. Ja, die suche ich dann nach dem Part, dann, ob sie besser sind oder nicht im Lager. Was habe ich noch gewollt? Ah, genau, die Runen, ja, die Zeichen. Götze, okay. Die Götzen. Da brauche ich vor allem auch Resistenzen, aber mal kurz schauen. Haben wir Blitzresistenz? Nicht so gut. Nekrotikresistenz machen wir mal. Glaube ich mit K. Ja, wahrscheinlich schon. Die Nekrotik. Ich muss immer noch. Also dieser Lernwiderstand brauche ich jetzt gerade nicht. So, dann brauche ich noch Blitzresistenz wegen dem Gegner, wegen dem Boss von Akt 4. Blitz einfach. Da hätten wir Elementar, nein. Da. Nein, Blitzschaden. Blitzwiderstand. Ist ein bisschen schwer so. Da. Oh, erhöht LP. Nekrosewiderstand, Nekrose. Nekrose, leeren Widerstand. Ich glaube, den lasse ich. Das darf noch leeren Widerstand. Also wir haben jetzt einfach 52. Also das sind die 20%. Die haben wir jetzt. Wir haben nur noch die 20% scheinbar.
Dafür haben wir einfach immer genügend Ward. Wenn wir angreifen, bekommen wir Ward über, also wenn wir zaubern. Und wenn in der Nähe, glaube ich, Gegner sterben noch oder so, das Ähnliches. Also es wird immer genügend Ward sein. Jo. Schauen wir mal, wie wir überleben, oder? Mit dieser Rüstung. Ah, schade, dass ich jetzt gar nicht warben kann. Gut. Hä? Ah, ich hab die falsche Taste. Ich hab eins mich vergangen. Ja, es ist eben schwer, nur die R-Taste zu drücken. Da müsst ihr euch ein bisschen eingewöhnen. Es ist halt schon, ja, es würde besser, sie würden das so machen, dass es die W-Taste oder so ist, die man nutzen kann. Und die anderen werden die Reihenfolge bestimmen oder so. Aber das haben sie extra gemacht, dass die ersten drei sind. Ist ein bisschen doof, weil ich kann nicht so gut die R-Taste halten, es ist nicht so bequem. Also die W-Taste wäre viel bequemer. Giftresistenzen habe ich schon genug auf diesen Güten. Ui, danke schön. Ist leider nicht gerade so ein perfekten Teleport-Skill. Er hat eben diese Verzögerung. Manchmal nicht, aber das hängt irgendwie so beim Chargen, ist er mega langsam. Und Chargen, da könnt ihr nicht immer die ganze Zeit sagen, ja, ihr chargt so. Sondern das macht er einfach irgendwie bestimmte Zeit lang. Ja, ich passiert einfach fast gar nichts. Also ich sehe, die Ward geht nicht runter, weil sie sich sofort wieder füllt. Ich habe immer Maximum Ward. Ja, passt. Ist noch lustig, also. Es ist natürlich OP. Aber wir wollen ja auch vorwärts kommen. Wir wollen ja das Endgame wieder machen. Ich habe ja einfach die Eichhörnchen sind zu schnell gestorben. Ich hatte keine Möglichkeit, da irgendwas zu verändern. Sonst hätte ich den Part, den Bild immer noch gemacht, weitergemacht. Und der andere Bild, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ein Bild war. Der war ja auch gut. Ah, vor allem, ja, genau, der Hammerdien, oder, mit Bluten. Der war so gut, aber Bluten ist irgendwie einfach nicht so gut skaliert. Der ist im Endgame einfach viel zu viel skalierter. Und wenn ein Item fehlt, du hast einfach einen Großteil des Schadens nicht, den du brauchst. Ist einfach dann langweilig, die Bosse gehen zu lange. Wir haben einfach viel zu viel Leben. Ja, die zwei Beats könnte ich weitermachen, wenn ich einfach vielleicht diesen Charakter hier, ja, gut spielen könnte. Und jederzeit dürft ihr eben Sachen fragen, gell? Ich bin auch immer in-game auf dem deutschen Channel erreichbar. Ich kann fast am meisten immer erklären. Ich bin relativ gut geworden in diesen 3 Jahren. Ich verstehe alles und außer beim Crafting, ja, kann ich sicher überall helfen. Also das Maximum Corruption-Zeugs und so habe ich natürlich noch nie gemacht. Ich bin einfach nicht gerade so ein Spieler, der extremst alles komplettiert, so schnell wie möglich, oder? Ich bin kein Speed-Gamer, ich bin kein Oberpro-Speedrunner oder sonst irgendwas. Ich bin einfach ein Spieler, der einfach gerne spielt und das meistens auf Challenge-artige Weise, also dass ich doch ein bisschen mehr Spaß raushole, als die ganze Zeit zu grinden. Könnt ihr vielleicht verstehen, wenn ihr zum Beispiel Livestreamer auf Twitch schaut oder ja, YouTube gibt es halt nicht so. Die machen immer langweiligen Content. Die wiederholen ständig etwas, weil sie irgendwie ein Item farmen wollen oder craften wollen oder so. Die machen so langweiligen Content und das will ich ja nicht machen. Es ist eben die Sache, ich wollte eigentlich Diablo 4 anfangen. Ich kann jetzt Diablo 4 anfangen, es crasht scheinbar hoffentlich dann nicht mehr. Aber wollt ihr das unbedingt und wollt ihr nicht mehr Last Epoch sehen, oder? Ich muss das ein bisschen abwägen, weil ich einfach noch andere Genres machen möchte. Also zum Beispiel eben GTA Rollenspiel. Dann City Skylines am 24. Oktober. Wird halt wahrscheinlich eben einfach Performance-Probleme noch geben am Anfang oder so. Das ist klar. Haben sie leider noch nicht fertig gemacht. Und es wird... Jo, bei mir halt auch ein bisschen speziell sein, wie eine Stadt entsteht. Sehr aufwendig wird es bei mir sein. Das
Es wird nicht so schnell gehen, bis die Stadt fertig ist und alles möglich. Da ich wahrscheinlich auch nicht so viel verdienen kann mit meinem schönen Bauen. Und in Minecraft auch schön bauen. Vielleicht bald auch wieder ein Server. Ich habe ja mehrere Welten auch schon gemacht, wo ihr wirklich mitbauen konntet. Und das möchte ich noch ein bisschen ausbauen. Ja, dafür brauchen natürlich ein paar Zuschauer, die auch Lust haben zu bauen oder zuzuschauen, wie ich baue. Ich werde natürlich viel Rollenspiel nebenbei auch machen. Und eine schöne Geschichte. Ich werde die Geschichte sicher noch besser in einem Game machen können, aber da brauche ich einfach noch Hilfe von einem, der Game Design kann. Also dass es halt einfach mit den Scripts, mit den Sounds und so klappt. Und mit der Vertonung. Ich möchte gerne Vertonung haben. Vor allem auf Deutsch. Und dafür brauche ich einfach Sprecher, die ein gutes Headset haben, beziehungsweise sogar ein Mikrofon haben. Also die meisten haben ja jetzt Mikrofone. Die sind wirklich gut manchmal. Ja. Ich kaufe mir auch bald noch ein besseres Mikrofon. Ich habe es nötig. Also ich möchte einfach noch den Sound wirklich besser haben. Und einfach weniger Probleme mit der App haben. Die ist richtig schlecht von diesem Shure. Sonst nicht so richtig, wie ich das will. Also es ist irgendwie buggy. So. Leeren und Giftwiderstand. Ja, ist halt die Sache. Leeren brauche ich nicht. Giftwiderstand brauche ich erst im nächsten Akt. Okay. So, hier brauchen wir noch nichts. Wir brauchen die zwei. Genau. Also müssen wir einfach die Anfangssachen ein bisschen machen. Brauchen einfach noch höher. Damit wir überhaupt dorthin kommen. Also es ist sehr gut zu spielen. Ich bin jetzt auch sehr geschützt. Ich muss eigentlich gar nichts mehr ausweichen. Ich mache es einfach, weil ich es gerne ausweiche. Ich tue gerne so ein bisschen spielen. Safer. Ich will es ja lernen. Also ich bin noch nicht so gut. Also, Bosse machen mir noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie zu schnell sind. Und so manche Gegner haben einfach keinen Cooldown. Keinen Cast Delay. Also dass sie sofort Sachen einsetzen, die sie eigentlich langsamer einsetzen. Und das hat irgendwas mit dem Server zu tun, das ist leider nicht so gut. Ich zeige jetzt gar nicht so, wie ich es kille. Ich mache es einfach ein bisschen schnell. Ich kann ja mal ein bisschen erklären, das ist runische Energie. Immer wenn ich Runen-Explosion einsetze, bekomme ich so Runen-Energie. Und beim nächsten Zauber mache ich dann mehr Schaden. Das heißt, wahrscheinlich den Feuerball, wenn ich den immer wieder einsetze. Und der ist jetzt zielsuchend. Der macht eben dieses Spreading Fire. Und Runenexplosion macht halt einfach Blitz, Feuerschaden. Durch die wahrscheinlich, also, ja. Und wenn ich hier oben nicht so habe, jetzt habe ich zum Beispiel nur Blitz. Dann setze ich nur Blitz ein. Also das ist auch eine bestimmte Art von Zauber. Aber sie ist nicht so stark. Also Blitz, Feuer ist scheinbar sehr stark, weil sie auf allen Gegner kurz waren, also ja nicht auf allen, aber vielen Gegner, so eine kleine Blitzzone, Blitzkugel spawnt, die halt wirklich schön Schaden macht. Es gibt zum Beispiel bei Feuer, gibt es noch so einen Vulkan, der so, also es ist nicht ein Vulkan, es ist einfach so ein Ball, der kleine Bälle in die Nähe, also auf die Gegner schießt. Die ist auch gut. Aber ich weiß jetzt nicht, die ist zu langsam scheinbar im Endgame. Also da muss man ja schon ein bisschen schneller haben als so Feuerbällchen, die mega lange in der Luft herum ballastieren, wie das heißt, also die Ballistik haben. Ist ein bisschen zu langsam. Deshalb hat der Guide-Ersteller, ich glaube Raidful ist es, der ist sehr berühmt. Mal kurz schauen. Ja, kann schauen, wenn ich auch das stehen hätte. Builds. Der ist relativ neu. Auf der ersten Seite. Burn Parameter. Burn unten in der Videobeschreibung ist der klar. Caius Martius. Okay. Der Build, den ich jetzt eigentlich noch nutzen wollte, der ist von Dreadful. Aber da kann ich jetzt eigentlich gerade so viel dazu sagen. Genau, jetzt muss ich das nehmen hier, damit ich noch Glyphe der Herrschaft am Zielort caste. Sehr gut.
Das wird so viel Damage dann machen. Hallo, du. Ja, ja, diese Augen waren in Dungeon Siege das erste Mal, glaube ich, in Hack and Slays. Die kommen ja eigentlich von Dungeons and Dragons. Sind sie einfach optisch mal reingebracht worden. Aber so in einem Hack and Slay waren sie das erste Mal scheinbar in Dungeon Siege 1. Und waren tolle Gegner dort. Sie hatten mega schöne bunte Effekte. Ich liebte sie. Ich bin immer durch diesen Dungeon im Multiplayer gegangen. Der bei Stonehenge. Irgendwas mit Stone. War. Und dort sind gute Items gedroppt. Also die haben super Items gedroppt und ja, einfach dann natürlich skaliert oder irgendwann mal sind sie dann zu stark gewesen. Aber die nächste Ebene war so eine Skelettschlucht und die hat mir einfach nie gefallen. Die Skelette waren einfach zu nervig, waren wie Bogenschützen. Und da musste einfach durchkommen oder das auf dem Elite-Schwierigkeitsgrad, das ist der höchste von den drei Schwierigkeitsgraden im Multiplayer. Ja, ja, dieses Spiel. Ja. Dungeon Siege 1 Legends of Aranha. Unglaublich. Also das Utrea, die Map war schon im normalen, ohne Addon schon da. Aber die war natürlich noch ein bisschen cooler dann mit dem Addon. Weil einfach dort auch spezielle Items vom Addon noch gut gedroppt sind. Und da hast du wirklich Lust gehabt, einfach wegen der Optik und so die Items zu farmen. Das ist jetzt in Last Epoch noch nicht so gut der Fall. Du kannst ja nicht transmorphen. Und die meisten guten, schönen Items, die kannst du einfach nicht lange tragen. Da die Rüstung ist zum Beispiel sehr schön. So, jetzt sind wir aber auch bald. Ja, den Boss mache ich aber noch. Die ist also schnell durch. Und ja. Ich mache den Boss dann im nächsten Part. Dann wie wir am Anfang vom Part den Boss haben. Schön, könnt ihr ja gleich zuschauen dann. Ja, es ist ziemlich toll hier den Bild. Ich habe eben diesen Nahkampfbild, Reef-Bild gemacht. Und hier im Chat haben wie gesagt, der wäre langweilig oder einfach. Ja. Es ist halt ein Nahkampfbild. Die Leute haben manchmal einfach keine Lust auf Nahkampfbild, habe ich so das Gefühl. Weil es wird immer unterschätzt. Okay, jetzt leider abgestürzt, obgleich beim Teleport. Also es stürzt noch ab mit OBS scheinbar. Und ich muss nochmals etwas ändern. Ein bisschen die Grafik reduzieren oder so. Weil einer der Einstellungen, ich glaube Nachbearbeitung oder Space-Time Reflection oder so wie das heißt. Das tut noch crashen. Also, jo. Sollte aber eigentlich nicht mehr passieren. Es ist schade. Aber OBS braucht halt auch noch viel Sachen, Leistung. Das Spiel ist eben so gemacht, dass es wirklich so FPS-Begrenzungen so ignoriert. Und das ist schlecht, also. Ich teste das mit einem Programm und die FPS sind nicht 60, obwohl ich hier V-Sync anhabe und so. V-Sync wirkt auch nicht richtig. Damals mit dem alten Monitor war es G-Sync. Das habe ich aber im neuen Monitor scheinbar nicht mehr oder einfach es wird nicht mehr angezeigt. Und ja. Sollte eigentlich nicht mehr crashen, also ganz selten. Es ist wirklich in diesem Level mehrmals passiert, stimmt heute. Es ist dieses Level, also irgendwie etwas stimmt mit den Gegnern nicht oder mit der Landschaft. Na, Landschaft, das ist einfach ein Schiff, das ist auch keine Landschaft. Hat einfach mit diesem Bauwerk. Ja, der Brandschaden ist riesig. So. Aber schön, dass ich das wirklich wieder ein bisschen besser spielen kann.
Es ist eben ein anfälliges Spiel. Wenn ihr da irgendwas nicht richtig macht, dann ist es halt entweder sieht es nicht schön aus, es crasht einfach ein bisschen. Es ist noch zu früh, um wirklich zu sagen, ja, das Spiel läuft richtig gut. Manche haben ja diese Einlog-Bugs, wo sie einfach den Charakter nicht laden können. Und so weiter. Es ist einfach, ja, sie machen sich zu wenig Mühe beim technischen Aspekt vom Spiel. Die Engine ist halt wirklich blöd. Wer kennt sie nicht? Auf fast jedem Handy-Game ist die da. Und auf den Handys läuft es natürlich auch nicht gut. Leckt sehr schnell.